Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Vampire's Dawn 3. Wo war ich denn hier? Hier ist ein Gegner, okay. Ach, die Viecher. Und du warst doch das Einzige, was eigentlich wirklich gefährlich war. Und wir sind auch nur noch zu dritt, sehe ich gerade. Richtig. Oh, ja, das Einzige, der gefährlich war. Gut. Du holst ihn mal zurück. Dann überrennt man ihn einfach nur noch. Das war ein Problem, ich erinnere mich. Aber da der jetzt allein ist, ist er nur noch halb so wild. Natürlich alle. Ja, gut so. Das schon, mehr brauchen wir nicht. Das ist natürlich so schnell wie möglich wieder Celine dazu zu holen. Absolut genau der gleiche Käse wieder. Einschläfen ist auch schlecht. Aber dieses Spiel mit ich hau euch eure Defensive runter ist auch nicht so prickelnd, weil der ja so schlimm wird. Okay. Genau das meinte ich. Scheiße, pennen alle. Nein. Oh, ich wollte gerade sagen, ja. Diesmal könnt ihr überleben. Na, Mist. Das ist schlecht. Fuck. Ich muss gleich noch mal ein paar Sachen holen. Hör auf, den einschläfern zu lassen, das nervt.
Okay, ich kann sie doch genau einmal holen, jeden. Bisschen Blut wenigstens sparen. So. Auf den Thronsaal, Geld müssen wir jetzt wieder ein bisschen haben. Ich muss ein bisschen ein paar Tränke wieder kaufen. Ein bisschen Glück hat auch die Frau wieder was geklaut. Okay. Wie haben wir denn? 20.000, wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung. Zurück. Blutmangel bei denen, glaube ich. Ja. Okay. Genau, hier bin ich reingelaufen. Damit ich auch wirklich alles mitnehme, wenn ich schon mal hier bin. Dann können wir die ja noch killen. Okay, zwei von denen, das ist interessant, das hat man jetzt auch noch nicht. Wie das wohl ausgeht. Ach Mist, Wallner ist auf Verteidigung, sehe ich gerade. Ja, heftig. Nee, du hast eine Angriffshaltung. Guter Schlag. Gut gemacht. Das war doch mal ein leichter Kampf. Kann ja auch mal leicht sein. Hier ist der Eingang. Wir gehen jetzt da rein und kommen erst wieder raus, wenn wir Sebaltor oder Larius gefunden haben. Sie können sich überhaupt hier drin sind. Sie sind hier. Sie müssen hier sein. Ich glaube nicht, dass dieses Versteck umgebracht ist. Sind wir ausreichend vorbereitet? Asuka wird die Höhle nicht verlassen, bis sie sich vollständig erkundet hat. Stell sicher, dass sich einige Heiltränke im Inventar befinden. Ja, wir gehen rein. Sollen die Wachen sein? Kämpfen wir uns durch, bis wir sie bald dort Lages haben. Sie ist wie schwächelige Kaninchen in ihrem Bau. Und ich bin der Wolf, der sie zerfleischen wird. Dann macht euch bereit, angegriffen zu werden. Ich werde das Buch finden und jeden töten, der mir den Weg versteht. Ich glaube nicht, dass wir so einfach reinspazieren könnten. Wir sollten achtsam sein. Nein, wir werden alles in dem vernichten, der sich uns entgegenstellt, bis ich habe, was ich will. Okay, in dem Fall. Machen wir es mal so. Ja, also, ich kann schon noch einiges heilen. Vampirstein und großen Vampirstein habe ich auch noch. Ah, hier, das soll ich mal geben.
Naja, ein bisschen was kam dazu tatsächlich. Das heilt. Ach nee, das ist nicht der Todesfluch. Die Blutpastete. Ah. Baum. Okay, was sind das für Viecher? Gardus. Wir greifen einfach mal an. Ich weiß nämlich nicht, was sie können. Okay, die halten schon ein bisschen was aus. Wir können unseren Angriff senken, zumindest. Das ist aber alles okay. Ist aber tatsächlich okay. Vor allem, wenn sie Aska angreifen. Gut gemacht. Fluch gefällt mir schon mal nicht. Genau deswegen. Okay, er hat Gift und... Ah, okay, Raserei ist... Nee, Raserei ist nicht cool, aber... Wir kommen schon klar. Kriegt er mal Blut von dir, da wissen wir es gleich. Nein, aber er kriegt eine Blutung wenigstens. Okay, schockiert. Egal, du bist jetzt trotzdem platt. So, mit denen komme ich gut klar. Habe ich ein Glück, dass mir jetzt auch die ganzen Sachen angezeigt werden. Geheimgänge und alles. Sofern sie sich verfluchen, ist es okay, glaube ich. Ja, ist schön. Ölig ist er jetzt. Das ist nicht ganz so tragisch. Achso, das macht ihn natürlich langsamer. Ja, die Giftbombe, okay. Elaine macht noch genug Schaden. Ah, verwirrt ist unten cool. Das Öl macht ihn sehr langsam, sehe ich gerade. Ah, die Heilung können wir gebrauchen. Vor Aska noch auf die Idee kommt, uns zu schlagen und wir uns nicht beheilen können. Glück gehabt. Okay, er pennt. Er pennt, das ist okay. Da kann er keinen Schaden anrichten. Während er verwirrt ist. Die sind echt okay als Gegner. Die können zwar ein bisschen was, aber nicht so viel, dass ich sagen muss, die sind mir über. Okay, gut, das holen wir uns später. Denn da geht es anscheinend weiter. Wie nett, dass auch überall immer Blut zu finden ist. Wenn dir die Fallen nicht angezeigt werden, ist das schon ein bisschen eklig. Was ist das denn? Ein Ghoul! Okay, die haben bestimmt. Die lösen garantiert Fluch aus, wenn sie angreifen. Oder irgend sowas Blödes. Hier. Gift ist okay. Ach, Lenk ist ja giftimmun.
Okay, gegen Verfaulen ist er nicht immun. Das ist die hintere, okay. Ich glaube, die hassen die. Aska heilt sie. Du greifst jetzt an. Du heilst dich mal kurz selber. Gut, ist wieder frisch. Solange sie nur so einen Scheiß machen, komme ich damit einigermaßen klar. Das kann ich töten. Ah, schon fast verschwendet. Sehr gut. Genau das, was wir brauchen, tatsächlich. Für solche Dinge. Vielleicht hätte ich noch eine Runde warten können, aber das Gift schlägt ja auch noch zu. Hätte er jetzt angegriffen, hätte es genauso gut tödlich sein können. Gulat ist wahrscheinlich kein Blut, schätze ich mal. Ein paar zusätzliche Seelen schaden nicht. Oh, was sind die? Der ist gut. Ich meine, ich habe zum Glück erst 20 gekauft, sonst hätte ich nicht, wenn ich nicht gewusst hätte, wie viele Tränke ich gehabt hätte, hätte ich gesagt, nein. Aber mit 20 Tränken der Ewigkeit komme ich eigentlich klar. Frage ich, ob wir irgendwann mal auf Gift jetzt erwischen. Okay, aber das hier schreit doch fast schon nach einer Falle. Oh ja, Level 16, das war noch Zeiten. Kaum Silber. Sehr viel Wasser dafür in der Luft. Es muss ja offenbar eine heiße Quelle oder ähnliches geben. Seltsamer Ort für ein Versteck. Egal, Hartzau, wir finden endlich Sebaldon das Buch. Wenigstens in dem Punkt sind wir uns mal einig. Sparte diese Kommentare, Wallner. Wir sind auf der Jagd. Gehen wir erstmal runter. Also wenn man immer kritische Treffer macht, ist es so viel besser. Gehen wir mal das Risiko ein, dass wir ihn nicht heilen. War dumm. Naja.
Oh, kein kritischen bitte. Gut. Fuck! Jetzt hat er keine, jetzt hat er keine Erfahrung gekriegt. Na egal, der ist eh ein bisschen vor. Aber egal, das ist. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass die ungleichmäßig leveln, eigentlich. Gemein. Richtig fies. Weil du findest dann nichts außer Fallen. Oh, sehr gut. Kette der Unsterblichkeit. Klingt doch schon mal gut. Was ist das? Ich hab da gerade, ist irgendwo noch. Kette und Sterblichkeit. Oh, okay. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, aber ja. Das ist wie ein Trank, aber da fehlt dann halt die Kette. Irgendwie habe ich das Gefühl, die hassen Wallner, oder? War ja so klar, dass du jetzt 40 auf einen anderen gehst. Der hält das deutlich besser aus. Warte, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? War doch unnötig. Es war ja nur Asuka, der verletzt war. Jetzt ist es viel sinnvoller gewesen. Na egal. Busbrücke. Ich weiß auch nicht, wo es richtig ist. Ich will nicht aus Versehen schon weitergehen. Ich versuche möglichst alles mitzunehmen, natürlich. Und so schlimm sind die Gegner jetzt auch nicht. Die hassen Wallner. Doppelfluch. Giftbombe, okay. Ah, wenn er jetzt nicht nochmal einen Angriff kriegt, dann gut. Okay, was hat er jetzt? Raserei. Ist natürlich nicht so optimal, aber. Kann schlimmer sein. Auch der kriegt der andere oben kriegt noch eine Blutung. Machst du den? Du bewirfst den mal. Und der macht eh, was er will. Damit kommen wir eigentlich klar. Sie ist irgendwas. Heilig verflucht, ich habe keine Ahnung. Attacke.
Oh, uncool. Hat nicht gereicht. Ah, das war die Bombe. Das ist die Essenz des Blutes. Gegen Gift und Blutung. Ein bisschen weniger Geschwindigkeit passt schon. Vor allem die Immunitäten sind sehr wichtig. Sind wir wieder hier, okay. Weil wenn er jetzt eine Immunität gegen Gift hat, ist das ein enormer Vorteil gegen die Ghule hier. Da habe ich zwei gegen, die immun gegen Gift sind. Aber nicht gegen Verfaulen. Aber trotzdem. Ich glaube, die wissen das auch, wogegen du immun bist. Weil die reagieren. Ich habe das Gefühl, die agieren schon ganz anders. Vielleicht aber auch nicht. Das halten wir noch ein bisschen durch. Asuka kann sich jetzt gleich heilen. Len greift an. Und du heilst alle. Braucht leider ein bisschen zu viel, um richtig effizient zu sein. Aber es ist eine gute Hilfe. Ja, das ist nicht gut. Gut ist allerdings, ihm passiert jetzt kaum was dadurch. Das müsste auf jeden Fall reichen. Ganz schön groß. Wenn sich Gibalter und Laris hier verstecken, wird es sehr schwer werden, sie zu erwischen. Dann sollten wir fokussiert bleiben und nicht in den Hinterhalt zu geraten. Hier sind ganz schön viele Monster. Dafür, dass es sich um ein Versteck handeln soll. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gut, der Punkt geht an dich. Dann gibt es hier vielleicht auch einen weiteren geheimen Ein- und Ausgang. Daran wage ich nicht mehr zu denken. Darum müssen wir. Darum geht's weiter. Wir müssen sie schnappen. Okay, ein Autosave gemacht auf jeden Fall. Jetzt will ich doch mal über die Brücke gehen, weil das scheint ja doch der richtige Weg hier zu sein. Aber er hat recht, hier sind echt viele Monster. Dafür, dass hier eigentlich gar nicht unterstopft ist. Andererseits, wenn du irgendwo einen sicheren Bereich hast, wäre das gar kein Problem. Weiß nicht, ob Monster auch irgendwelche Strukturen wie Holzpalisaden oder Mauern angreifen. Weil dann wäre es gar kein Problem.
Mach ruhig weiter den Gifthauch, damit komme ich am besten klar. Oh, ich dachte, er macht einen kritischen. Naja, macht mir weiter so. Zu wenig Heilung fast. Er hat nicht nur fast zu wenig Heilung, er hat zu wenig Heilung, um gegen das Gift anzukommen. Vielleicht gibt es später noch ein paar Gegenstände, die ein bisschen mehr bringen. Ich glaube, es hilft trotzdem. Ach was, das holt den. Das bisschen macht jetzt auch keinen Unterschied, glaube ich. Oh, das kann auch verwirren, die Klauenrache. Das wird wehtun. Ja, die kritischen von ihm sind unglaublich gefährlich. Ah, nicht gut. Mach sie fertig. Heil uns alle. Von mir aus.